Du da! Du stehst im Weg! Ah, ich sehe etwas leuchten. Ein Traum. Wo kommt ihr denn jetzt her? Bleibt mal schön, wo ihr wart. Ich finde es immer super, wenn man im Kampf die Falle aufbaut und sie dann reintapsen. Aber gut, wenn sie so doof sind, nicht mein Problem. Okay, müssen wir die bekämpfen oder ist es... Reicht das, wenn wir die... Entschuldigung. Habe ich sie gestört? Tut mir leid. Sie müssen ja nicht gleich so unflätig auf mich einprügeln. Es hätte auch einen, können Sie nicht etwas leiser machen, gereicht. Komme ich hier durch? Komm schon. Ja, ich muss kämpfen. Natürlich muss ich kämpfen. Was habe ich denn erwartet? Oh, oho. Gut, ich glaube, wir müssen mal ein bisschen schneller kämpfen. Denn jetzt wird es doch ein bisschen ungemütlich, wenn die auch noch hier ein paar Geister dazu rufen. Komm. Einfach drauf. Okay, ging ja doch ganz gut jetzt. Irgendwie hatte ich jetzt eine größere Gefahr gewittert, muss ich zugeben. Sag mal, kommen hier immer neue nach? Was ist denn das? Ach, die rennen nach da unten. Ach so, na wenn es weiter nichts ist. Ich dachte, die wollen ja auf mich los. Na dann. Dann können sie machen, was sie wollen. So, natürlich so lange, bis sie mir wieder im Weg rumstehen. Dann müssen sie weg. Die Freiheit des Einzelnen endet da, wo die Beschneidung der Freiheit eines anderen anfängt. Oder so. Falls ihr wisst, was ich meine. Eure Freiheit endete genau hier. Weil ihr meine Freiheit, mich hier durchzubewegen, beschnitten habt. Ich wollte jetzt nicht erst vor irgendein Gericht gehen und das ausfechten mit Worten. Deswegen habe ich mal einfach das Schwert genommen. So wie man das eben macht. Gut, eins noch. Ein Obelisk noch. Ich glaube, hier hinten geht es nicht mehr allzu viel. Gibt es nicht mehr allzu viel, wohin es weitergehen könnte, ne? Lass mal den Geist hier wegräumen. Der stört mich gerade. Ich denke mal, hier wird es jetzt noch einen Zugang geben. Also allzu viel Rumgeirre dürfte ja eigentlich nicht mehr sein, würde ich denken. So, probieren wir es doch mal hier. Mal sehen, ob das passt. Wieder eine Falle. Bei drei Leuten bietet sich das an. So. Und dann lass mal Pfeile zwischen die Rippen jagen. Das macht bei denen bestimmt viel Sinn. Also ich glaube, gegen solche Gegner würde ich eher einen großen Hammer nehmen und einfach mal ein bisschen zertrümmern spielen. Was anderes bringt da, glaube ich, nichts. Aber gut, es funktioniert ja. Solange sie am Ende zu Knochenhaufen zusammenfallen, ist es mir recht. Da ist es mir dann auch egal, wie Aegir es schafft, mit Pfeilschüssen Knochen zu zerstören. So. Oh, das lief aber gut jetzt hier. Das hat mir gefallen. Bitte öfter so, mein Freund. Ja, du musst dich nicht vergiften lassen. Hier, komm, wisch mal ab. Schön. Haben wir zufällig einen Obelisken anwesend? Heißt hier jemand Obelisk? Bleibt mal ruhig, Mensch. Bleibt mal geschmeidig. Ich will doch gar nichts von euch. Ihr könnt da bleiben, wo ihr seid. Du kannst dein Zauberding ruhig abziehen. Ich will dir gar nichts tun, Mensch. Ist ja total sympathisch hier. What? So, lass erstmal den Hohepriester töten. Ist vielleicht nicht das Falscheste an der Stelle. Schade, ich dachte, ich komme vorbei, muss ich ehrlich zugeben. Naja. Falsch geschätzt. Und da hätte es jetzt auch theoretischerweise nach hinten losgehen können, was ich halt auch vorhin, ist jetzt wahrscheinlich schon wieder einige Folgen her, mal gemeint hatte, wenn man zu viel schleichen will, kann das nach hinten losgehen. Nicht nur, weil man dann vielleicht zu viele Gegner gleichzeitig auf sich drauflockt, sondern auch, weil man in den Kampf reinstolpert, ohne sich vorbereitet zu haben. Zum Beispiel bei mir jetzt durch eine Falle oder sowas. Ich meine, gut, die sind jetzt Lowlifer hier, die richten nichts an, aber
Bei anderen Gegnern, bei ernstzunehmenderen, kann das schon schwierig werden. So, ihr auf der anderen Seite, lasst euch nicht dadurch stören, dass das Ding jetzt zu leuchten anfängt. Das muss so sein. Gut, wir haben alle drei Obelisken gefunden und damit können wir uns jetzt wieder von hier verziehen. Dann lasst ihr die da auch links liegen und ihren Hokuspokus weiter vollführen. Das ist mir dann jetzt auch ziemlich egal. Wir konzentrieren uns auf das hier, was wichtig ist. Den Nazgul, den Aridfürsten und den Drachen. Das wird toll. Ha. Naja, was soll's. Aber ich kann schon mal so viel verraten. Wir werden nicht ganz auf verlorenem Posten sein, sondern wir werden einen Sieg davontragen dabei. Also wir sind nicht bloß hier, um zu bekunden, oh, hier ist die Kacke am Dampfen. Nee, nee. Wir erreichen schon was. Und ich muss gerade feststellen, wenn ich so darüber nachdenke, eigentlich habe ich vorhin nicht ganz die Wahrheit gesagt. Als ich mal gemeint habe, wir haben keine Chance gegen einen Nazgul. Gegen einen Nazgul, der im Vollbesitz seiner Kräfte ist, nicht. Aber gegen einen Nazgul, der fast verstreut wurde, schon. Oha. 500.000 Lebenspunkte und ein wunderschöner Rahmen sehen wir hier. Dann haben wir... Kannst du den Aridfürsten anklicken? Drugov, der Todesbringer, auch mit 236.000 dabei. Ebenfalls ein wunderschöner Rahmen. Und dann haben wir den Nazgul mit 27.500. Das klingt doch schon ein bisschen humaner, oder? Wenn man sich so überlegt. Und der Rahmen sieht auch nicht ganz so schlimm aus wie bei den anderen. Da haben sie ein bisschen weniger Zunder in die Flammen getan. Okay. Aber wir wollen ja nicht hier uns die Beine in den Bauch stehen und eine Kaffeestunde machen, sondern wir wollen den Nazgul aufhalten. Los geht's. Ich habe genug von diesen Einmischungen. Ihr wartet. Genug. Tu, wozu wir hierher gekommen sind und bring es zu Ende. Gebt diesem mächtigen Drachen eure Kraft. Gebt diesem mächtigen Drachen eure Kraft. Deine Dienste werden gebraucht, Geist. Geh zu deinen Brüdern. Gebt diesem mächtigen Drachen eure Kraft. Der Drache lebt. Nein, er befreit sich. Das Treiben dieser Narren hat meine Kontrolle zunichte gemacht. Schnell, erledigt euren Auftrag. Ich werde mich um diese elendigen Würmer hier kümmern. Tja, die Nummer ging nach hinten los, kleiner Aridfürst. Und wir haben jetzt den eigentlichen Kampf auszufechten hier. Der Nazgul stellt sich persönlich zum Kampf. Es wird Zeit. Und wir sehen, was seine stärkste Waffe ist, die Angst. Denn wenn er uns einmal in Angst versetzt, dann hängen wir ziemlich lange da und machen gar nichts mehr. Naja, so ist das halt. Kannst du mal den Skill anwenden? Dankeschön. Hat er noch gerade so gereicht, bevor er wieder verschwunden ist. Okay. Das wird prickelnd. Ich hoffe, das reicht. Ich bin mir echt nicht sicher. Ich weiß noch nicht, wie viel wir ihm antun müssen. Auf jeden Fall ist das hier unglaublich nervig, wenn man dann nur dasteht und nichts tun kann. Okay, weiter geht's. Fehlende Waffe? Hast du meine Waffe kaputt gemacht? Nee. Was war denn das gerade? Ich rufe das Auge an! Du Feigling! Wie ist es denn zu fassen? Lass uns mal hier die Kleinen fertig machen. Oh, ich glaube, wir haben gerade ein ganz großes Problem. Lass mal hier das Pack beseitigen erstmal. Shit. Oh Gott. Wieso kriege ich das denn nicht hin, Mensch? Kannst du mal bitte den Geist anvisieren? Ja, danke schön. So, wie mache ich das denn jetzt? Ich weiß es gar nicht. Wo ist denn der Geist?
würde mich ja gerne mal umsehen. Das Gute ist, der Nazgul geht nur im Nahkampf auf uns los. Das ist schon mal ein kleiner Vorteil, weil wir dann ja auch im Kreis rennen können, um uns ein bisschen zu regenerieren. Das Problem ist, solange der Kollege noch da ist, haben wir davon gar nichts. Mach bitte einen schnellen Bogen. So. Jetzt haben wir ihn schon mal weg. Oh nein, wirklich. Mist. Kann ich schon wieder? Nein. Oh, komm schon, komm schon, komm schon. Okay. Ich muss nur aufpassen mit meinem Leben. Komm. Mist. Schade, ich habe gehofft, wir kriegen dadurch ein bisschen Leben wieder zurück, aber es hat nicht funktioniert. Dann müssen wir ein bisschen im Kreis rennen. Es nützt nichts. Okay, gleich können wir zumindest schon mal wieder hier einen von den Heiltränken einwerfen. Shit. Oh nein. Du kleiner Mistsack. Ich stecke fest. Okay. Wir können wieder. Jetzt drauf. Komm, 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 komm. Das war gut. Das hat gut gesessen. Oh shit, wieder laufen. Ja, der Kampf ist jetzt ein bisschen unfein, sag ich mal, ne? Da müssen wir jetzt gerade mal durch. Was? Ach so, das war ich. Ich dachte gerade, jemand schießt auf mich, aber nee, war gar nicht so. Spack mal nicht so rum da hinten, Nazgul. Ich habe irgendwie Angst, dass du mich gleich kriegst dadurch. So, mein Leben ein bisschen könnte noch drauf gehen. Komm schon. Ja, 2500 klingt gut. Nein! Ihr könnt mich mit euren Künsten nicht töten. Ich kehre nach Mordor und zu meinem Meister zurück. Wir haben es geschafft. Der Nazgul ist besiegt. Wenn auch natürlich nicht vernichtet. Wie sollten wir es denn schaffen, einen Nazgul zu vernichten einfach so? Aber er hat den Kampf hier aufgegeben, da sein Auftrag erfüllt ist und ist nach Mordor zurückgekehrt. Damit hat er seinen Auftrag zwar abgeschlossen, aber wir haben die Gefahr von Imladris weggebracht und damit können die Gefährten nun endlich aufbrechen. Die leere Robe, die ist unser... Kann auch nicht wieder benutzt werden, was meint ihr? Okay, gut, ich dachte, die können wir mitnehmen und die ist unser... Beweis, dass wir hier was haben. Aber dann halt offenbar doch nicht. Ich weiß auch nicht mehr, was es mit der auf sich hat, ganz ehrlich. Aber gut, dann verlassen wir mal die Instanz. Und der fehlende Nazgul ist in die alten Ruinen von Helegoth geflohen, wo er und der Arid-Fürst Drugoth versuchen, einen Drachen als abscheulichsten Unhold aufzuziehen. Das Ritual war erfolgreich. Der Nazgul wurde zurück nach Mordor geschickt. Heimatlos und ausgebrannt. Aber der Drachenunhold ist geflohen. Ich fürchte, Drugoth könnte den Drachenunhold unter seine Kontrolle bringen. Aber das ist nichts im Vergleich zu der Last, die ich nach Süden geleiten muss. So sieht es aus. Und ich wollte sagen, wir werden uns jetzt mal wieder nach Bruchtal bewegen, um mit Elrond zu sprechen. Das ist nicht länger unser Problem. Irgendwo da oben sitzt jetzt ein untoter Drache herum. Aber wir haben, wenn wir auch nicht verhindern konnten, dass der untote Drache geboren wurde sozusagen, doch zwei Erfolge erzielen können. Einmal haben wir verhindert, dass der untote Drache unter der Kontrolle von diesem Arid-Fürsten steht. Und zum anderen haben wir es geschafft, den Nazgul zu vertreiben. Und das sind zwei echt wichtige Erfolge dabei. Denn unsere Hauptaufgabe ist immer noch irgendwie die Ringgemeinschaft zu unterstützen. Und dafür war es extrem wichtig, dass der Nazgul verschwindet. Denn noch wissen die Nazgul wahrscheinlich nicht, dass der Ring hier ist. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Wissen die das da schon? Bin mir nicht sicher. Naja, jedenfalls sollten wir mal ein Debriefing mit Elrond durchführen. Und damit beenden wir auch schon Buch 5. Die Geschichte um den Nazgul ist also beendet. Zwei Bücher lang haben wir den Nazgul verfolgt und nun endlich konnten wir ihn aufhalten und ihm zumindest teilweise das Handwerk legen. Nicht ganz, aber zumindest zum Teil. Und das ist schon ein gewaltiger Erfolg.
Wir müssen uns aber anderen Aufgaben stellen. Ihr habt gute Arbeit geleistet. Wir werden den Nazgul sicher wiederfinden. Und Elrond wird uns sagen, was das für Aufgaben sind. Ein seltsames Schicksal hat euch hierher gebracht. Ihr habt heute Großartiges geleistet, Aigir. Nur wenige standen je einem mächtigen Nazgul gegenüber und konnten noch davon berichten. Zum Glück war er durch die Wasser des Brünen und eure Verfolgung so weit geschwächt, dass ihr ihn besiegen und zurück nach Mordor schicken konntet. Und was den Drachen betrifft, es scheint, dass der Drachenunhold, obwohl das Ritual zum Teil erfolgreich war, nicht vollständig unter der Kontrolle Drugoths steht. Der Drache ist für Bruchtal immer noch eine Bedrohung, aber die Bedrohung wäre größer, wenn das Ritual beendet worden wäre. Für den Augenblick können wir uns anderen Dingen zuwenden. Eines Tages wollt ihr vielleicht nach Helegrod zurückkehren, um dieser Bedrohung ein Ende zu setzen. Wie gesagt, für die Hauptgeschichte ist es nicht weiter von Belang. Und wir werden uns... wir werden uns nicht hier Manhattan nehmen oder Manhattan, denn ich möchte gerne meine Beweglichkeit behalten. Was haben wir denn hier Schönes? Wille ist uninteressant. Hier ist Beweglichkeit mit drin. Aber das sind die, die ich habe, eigentlich schon besser, würde ich denken, ne? Na gut, dann geht's wieder übers Geld und ich denke mal, da wird wahrscheinlich die schwere Rüstung am besten sein. Beenden wir hier mit Buch 5 und starten in Buch 6. Ein seltsames Schicksal hat euch hierher gebracht. Buch 6, Vorwort nach Norden. Ich wünschte, ihr könntet hierbleiben, weit weg von den Sorgen der Welt. Aber leider ruht der Feind nicht und so können auch wir nicht ruhen. Angmars Macht wächst mit jedem Tag und ohne ein Mittel, das Böse zu bekämpfen, besteht für uns keine Hoffnung, diesen Krieg zu gewinnen. Sprecht mit Aragorn. Er wartet auf euch in einer der Unterkünfte entlang der Straße, die sich den südlichen Hang des Tals von dem Ladris hinaufschlängelt. Das machen wir sehr gern und wir können uns ja relativ schnell in die Nähe von Aragorn zumindest begeben mit unserem Reiseskill. Ja, und dann werden wir uns jetzt den wirklich wichtigen Dingen widmen. Also ich will nicht sagen, dass die Verfolgung des Nazgul unwichtig war, das war natürlich wichtig. Aber wir widmen uns jetzt den Dingen, die nichts mehr mit der Ringgemeinschaft zu tun haben, sondern eher damit, dass Eriador schutzlos zurückbleibt, wenn seine Verteidiger verschwinden und woanders hingehen. Ne, Anhebir? Ich weiß nicht, wie oft du mich jetzt schon willkommen geheißen hast im Bruchtal. Du wirst es auch nie müde. Na gut, schade, dass ich hier die vollkommen lassen habe, die Schriftrolle der Virtuosen der Drechslerkunst. Die hätte ich natürlich benutzen können. Aber egal, ich sollte vielleicht auch mal zu einem Händler gehen und den ganzen Mist, den ich gesammelt habe, verkaufen. Das könnte helfen. Erstmal zu Elrond. Zu Elrond sage ich schon, zu Aragorn. Mal sehen, was er für uns hat. Es wird Zeit, dass wir unsere Augen gen Norden richten. Da die Angelegenheit hier unter Kontrolle sind, da die Angelegenheiten hier unter Kontrolle sind, ist es an der Zeit, dass wir unsere Aufmerksamkeit auf den Norden richten. Würdet ihr bitte einen Augenblick bleiben? Kapitel 1 von Golodir und Angmar. Seid gegrüßt, Aigir. Es ist gut, dass ihr gekommen seid. Heute Morgen traf ein Falke mit einer Nachricht aus Esteldin ein, dem verborgenen Zufluchtsort meiner Leute in den Nordhöhen. Es scheint, als wäre noch so ein Vogel aus dem Norden nach Esteldin gekommen, schwer verletzt und mit einer Nachricht eines meiner Stammesbrüder, den wir längst schon für tot gehalten hatten. Viel mehr weiß ich nicht, denn die Nachricht an mich war nur kurz. Doch Derwun hat mich gebeten, sofort zu ihm zu kommen. Mir bleibt hier nur wenig Zeit und ich kann jetzt nicht zurückkehren, um mich mit meinen Leuten zu beraten. Mein Weg führt nach Südosten. Würdet ihr für mich nach Esteldin gehen und euch dort nach Neuigkeiten erkundigen? Sprecht mit Derwun, denn er hat mir die Nachricht geschickt. Ich fürchte, es gibt sehr schlechte Neuigkeiten, denn Koronir galt schon vor Jahren als verschollen. Golodir, sein Hauptmann, widersetzte sich meinem Befehl und führte eine Schar gen Norden nach Angmar. Wir hörten nie wieder etwas von ihnen. Es ist zwar gut, dass Koronir noch am Leben ist, doch was hatte ihn daran gehindert, mit uns schon früher Kontakt aufzunehmen? Ein seltsames Mysterium, dem wir natürlich auf die Schliche kommen wollen. Ich würde sagen, wir reisen mal schnell nach Esteldin. Auch dafür haben wir ja direkt den Führer. Und werden dann dort erstmal einen Händler aufsuchen. Das wäre mal notwendig, wenn mir die ganzen Sachen alle verfallen.